Ja. Ja, vielen Dank. Dann werde ich mal versuchen, mir den Applaus zu verdienen. Gerechte Sprache ist ja immer wieder ein Thema. Das, was hier am ersten Tag auf dem Kongress probiert worden ist, ist im Prinzip gar nicht weiter ungewöhnlich. Das ist sehr typisch für als Reaktion auf, hier wird ja dieses Innen mit dem Unterstrich, auf das ich später nochmal zurückkomme, angesprochen, auf diese Art Versuch, wahrgenommene oder echte Ungerechtigkeiten in der Sprache zu umgehen oder darauf hinzuweisen. Und das löst eben sehr häufig diese sehr, sehr heftigen, im Prinzip ästhetischen Ablehnungsreaktionen aus. Also Femnazi-Sprachkonstrukte, Krebsgeschwüre, das ist schon ganz schön hart dafür, dass das eigentlich nur ein unschuldiger Unterstrich ist, der ja auch nicht weiter ungewöhnlich ist, den man ja auch aus vielen anderen Kontexten kennt, bei Dateinamen oder sonst was, ohne dass der diese Reaktionen auslöst. Eine zweite Reaktion, die man häufig kriegt, die will ich hier an einem kleinen Perl-Skript demonstrieren. Ich denke, dann versteht das Publikum hier besser, wovon ich rede, wenn Sie sich dieses kleine Perl-Skript angucken, dann sehen die Expertinnen und Experten unter euch sofort, dieses Skript wird folgende Antwort liefern, wenn ich das laufen lasse. Obwohl das ja eindeutig nicht stimmt, weder in der echten Welt noch in diesem kleinen Skript. Warum nicht? Weil hier ein Operator benutzt worden ist, der für Textvariablen nicht verwendet werden kann, sondern der für numerische Variablen verwendet wird und der deshalb alle Textvariablen, wenn die keine Zahl enthalten, automatisch in die Zahl 0 umwandelt. Und 0 ist natürlich 0 und deshalb kommt diese Antwort raus. Und das ist ein Anfängerfehler, den Leute häufig machen. Und wenn ich die jetzt darauf hinweise, dass sie an der Stelle eben den Operator EQ verwenden sollen, statt dem ist gleich, dann erwarte ich ja eigentlich als Antwort nicht das Folgende. Das ist doch Sprachkosmetik. Wir sollten lieber dafür sorgen, dass das Programm die Variablen korrekt vergleicht. Genau diese Antwort kriegt ihr aber mit Sicherheit, wenn ihr versucht, auf Probleme der deutschen Sprache hinzuweisen. Dann kommt immer mit großer Sicherheit die Reaktion, warum sollen wir an der Sprache irgendwas verändern? Verändern wir doch lieber gleich die Wirklichkeit. Ja, wie beim Programmieren, so ist es auch im echten Leben. Wirklichkeit verändert man über Sprache. Sprache ist das Werkzeug, mit dem wir alle menschlichen Interaktionen abwickeln, mit dem Gemeinschaft, Kultur, Wissen, Technologie und so weiter entwickelt und weitergegeben wird. Sprache ist der eine Faktor, der uns ganz klar von anderen Tieren unterscheidet. Und es wäre, glaube ich, etwas naiv anzunehmen, dass die Tatsache, dass wir Sprache haben, nichts damit zu tun hat, dass wir uns auch in vielen anderen Bereichen von anderen Tieren unterscheiden. Das heißt, Sprache ist ein fundamentales Werkzeug menschlichen Seins. Sprache ist aber gleichzeitig das Ergebnis dieser Prozesse. Sprache entwickelt sich ja weiter. Und da Sprachwandel sehr träge ist, gibt es das Problem, dass Sprache immer die Ideologien der Vergangenheit abspeichert in ihrer eigenen Struktur und sie in die Zukunft trägt. Und das wird in dem Augenblick, das muss kein Problem sein, solange diese Ideologien allgemein akzeptabel sind, aber es wird in dem einen Augenblick ein Problem, wo diese Ideologien nicht mehr allgemein akzeptabel sind. Und darüber möchte ich ein bisschen reden. Ich möchte das anhand des Themas Sexismus, sexistische Sprache machen. Es gibt natürlich auch rassistische Sprache und alle möglichen anderen Arten von diskriminierender Sprache. Ich habe das Thema Sexismus hier gewählt, weil das auch gut zu anderen Vorträgen passt, die hier gehalten wurden. Und um das Problem sexistische Sprache einzuführen, habe ich hier ein Bild von einem kleinen Baby. Das habe ich aus der Wikipedia, das ist aber Public Domain, deshalb habe ich keine Quelle angegeben. Und ich weiß auch nicht, wessen Baby das ist. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Naja, das wissen wir nicht, denn wir haben ja die primären Geschlechtsorgane des Kindes nicht gesehen. Und die primären Geschlechtsorgane, damit meine ich natürlich den passend eingefärbten Body. Ja? Das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das ist auf jeden Fall ein Junge. Diese
Diese farbliche Kodierung, die ist ja auch bedeutungstragend. Das ist ja auch, Farben sind ja auch ein semiotisches System, genau wie Sprache selber. Und wenn ihr mal in die Kinderabteilung geht, eines Bekleidungsgeschäfts, dann werdet ihr schnell feststellen, für Mädchen gibt es alle Sachen ausschließlich in rosa, für Jungs gibt es sie in allen möglichen Farben. Aber das ist ein sehr, sehr starkes semiotisches System. Wir verstärken das häufig auch noch durch Spielzeuge, die wir den Kindern geben. Die brauchen ja was zum Kuscheln. Und was liegt da näher, als dem kleinen Mädchen einen Schmetterling zu geben und dem kleinen Jungen ein Kuschelauto? Ja? Und diese Spielzeuge selber sind auch wieder ein semiotisches System. Denn wenn ich die daneben liegen habe, dann brauche ich tatsächlich die Bodyfarbe nicht mehr. Wenn die rosa und blauen Bodies zufällig alle in der Wäsche sind und ich jetzt doch gezwungen bin, einen weißen Body zu nehmen, naja, am Spielzeug erkenne ich ja immer noch, mit wem ich es zu tun habe. Wenn man sein Kind nicht blau oder rosa anzieht, sondern neutral, wie ich das mit meiner Partnerin tue, dann ist die allererste Frage, die einem alle Leute stellen in der Öffentlichkeit, wildfremde Menschen sagen, das ist aber ein süßes Kind, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Und dann frage ich mich natürlich, sind die alle pervers, also warum interessieren die sich für die Geschlechtsorgane meines Kindes? Aber die sind gar nicht pervers. Die wollen nur was Nettes sagen. Sie können aber nichts Nettes über das Kind sagen, solange sie nicht wissen, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Denn die deutsche Sprache zwingt uns nun mal, zu Mädchen sie zu sagen und zu Jungs er. Das ist das sprachliche semiotische System. Wenn wir das erstmal festgelegt haben, dann brauchen wir noch nicht mal mehr das gegenderte Spielzeug, um zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn wir das nicht festgelegt haben, können wir aber noch nicht mal sagen, ach, ist die aber süß oder ach, ist der aber süß. Genau, ganz selten mal sagen Leute, ach, das ist aber ein süßes Kind und fragen gar nicht weiter nach. Aber es ist doch sehr beschränkt. Also man merkt, dass sie dann sowas sagen wollen und ich sage dann manchmal beliebig, das ist ein Junge oder ein Mädchen, ist ja egal, ich treffe die Leute ja nie wieder. Wenn ich sage, das ist ein Mädchen, dann kommen sehr häufig so Sachen wie, ach Mensch, das ist aber wirklich auch eine Hübsche. Oder die hat aber ein hübsches Lächeln. Wenn ich sage, es ist ein Junge, dann sagen die häufig, ach Mensch, das ist aber ein starker, gesunder Junge. Also der guckt einem so klar in die Augen. Ja? Also mit dieser Zuschreibung, mit dieser Kategorisierung, die ich sprachlich vornehme, kommen auch gleich bestimmte Stereotype bei einem Baby. Ja, wir reden von Babys. Ja? Das Kind hier dürfte nicht viel älter sein als 6 Monate oder sowas. Genau, und das ist das sogenannte natürliche Geschlecht, was im Deutschen existiert, also im Pronominalsystem sieht man das sehr gut, also Personenbezeichnungen sind im Deutschen grundsätzlich geschlechtlich spezifiziert. Das ist nicht nur bei den Pronomen so, aber auch, und das ist nicht nur bei sie und er, sondern die, diese, eine, welche und so weiter und so fort, der, er, der, dieser, einer, welcher, also alle diese Pronomen sind festgelegt darauf, ob ich mich damit auf Männer oder auf Frauen beziehen kann. Und ich muss auch eine dieser Mengen von Pronomen nehmen, um über jemanden zu reden. Ich habe keine dritte Möglichkeit. Bereich der Sprache, der vielleicht so offensichtlich ist, dass er einem oft nicht einfällt, der aber natürlich auch sehr, sehr stark dieses natürliche Geschlecht der Person. Und mit Geschlecht meine ich sowas, ich sage das nur ganz kurz, weil es im Prinzip nicht weiter relevant ist, dass ob das biologisches Geschlecht ist oder soziales Geschlecht oder irgendeine Mischung daraus, das Entscheidende ist, die Sprache hat diese 2 Geschlechter und deshalb muss ich Personen einordnen. Wie ich die jetzt einordne, da habe ich vielleicht ein bisschen Flexibilität, aber einordnen muss ich sie. Die Sprache gibt mir nicht die Möglichkeit, keine Einordnung vorzunehmen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Ja, dann gibt es Eigennamen, die sind auch alle klar erkennbar. Nicole, Julia, Anna, Sarah, Michael, Lukas, Christian, Jan. Das sind so die häufigsten Namen der letzten 40 Jahre. Die sind alle ganz eindeutig. Also bei jedem dieser Namen wissen wir sofort, mit wem wir es zu tun haben. Tatsächlich gibt es ein paar Namen, die sowohl an Jungs als auch an Mädchen vergeben werden. In Deutschland dürfen die aber nicht als erster Vorname vergeben werden, weil es gesetzlich festgeschrieben ist, dass am Vornamen das Geschlecht erkennbar sein muss. Das heißt, die darf man dann höchstens als zweiten Vornamen geben, sowas wie Toni oder sowas in der Art. Aber eben vor allem auch in Personenbezeichnungen, also außerhalb von Eigennamen. Normale Wörter, die sind auch alle, die sind auch zum allergrößten Teil geschlechtlich spezifiziert. Das sieht man an so Wörtern wie Frau, Mutter, Magd, Nonne und so weiter. Ja, diese ganzen Wörter haben in ihrer Bedeutung schon drin, dass es sich bei der bezeichneten Person um eine Frau handelt. Mann, Vater, Knecht, Mönch, die männlichen Gegenstücke dazu.
Bei Verwandtschaftsbezeichnungen habe ich jetzt Vater und Mutter rausgenommen. Ich könnte auch alle anderen nehmen, das gilt für alle Verwandtschaftsbezeichnungen, die sind alle geschlechtlich spezifiziert. Was wir hier sehen, in diesem Fall, die sind lexikalisch spezifiziert, also die Wörter selber haben in ihrer Bedeutung das Element männlich oder weiblich, das wird reflektiert zu 100% durch den Artikel, die oder der, also durch das grammatische, scheinbar grammatische Genus. Das heißt, bei Personenbezeichnungen ist es anscheinend so, dass auch die und der ganz klar schon die Artikel ganz klar schon auf das Geschlecht hinweisen. Das geht auch in zusammengesetzten Wörtern, also ich kann ja jedes dieser Wörter auch nehmen, um da weitere Personenbezeichnungen daraus abzuleiten, eine Vertrauensfrau oder ein Vertrauensmann. Und bei den meisten anderen Wörtern gibt es auch noch zusammengesetzte Wörter, die auch diese geschlechtliche Spezifikation dann natürlich mit übernehmen. Meistens wird das aber morphologisch gemacht. Ich habe sozusagen immer eine weibliche Form, zum Beispiel Informatikerin, die ist abgeleitet durch dieses Suffix in von der männlichen Form Informatiker, also von der Form, mit der ich Männer bezeichne. Lehrerin und Lehrer, Studentin und Student, also dieses in-Suffix, das ist das häufigste, das ist das produktive, das kann ich im Prinzip an jede Personenbezeichnung dranhängen, Sekretärin und Sekretär. Es gibt auch ein paar andere Möglichkeiten, um weibliche Bezeichnungen aus männlichen abzuleiten. Politesse und Polizist, also dieses französische Suffix esse, das ist im Deutschen nicht sehr weit verbreitet, aber manchmal gibt es das. Oder Masseuse und Masseur. Oder ich kann auch etwas kreativer natürlich werden, Hexe als Ableitung von Hacker. Also ich habe eine teilweise Übereinstimmung noch in der Lautstruktur, aber es ist kein produktiver morphologischer Prozess, mit dem das abgeleitet wird. Einige dieser Wörter haben übrigens ein zusätzliches Problem, auf das ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass die und der hier tatsächlich nicht ein rein grammatisches Geschlecht abbildet, sondern das natürliche Geschlecht der Personen. Denn häufig sagen Leute, ja, aber einen Augenblick mal, wie ist es denn bei unbelebten Dingen, die haben doch auch Geschlecht. Also wir sagen doch auch die Gabel, aber der Löffel, wir sagen doch auch die Birne, aber der Apfel, die Bank, aber der Stuhl, die Blume, aber der Baum, die Erde, aber der Mars, ja, und so weiter. Und diese Dinge, die hier auf der Seite stehen, die haben doch nichts miteinander gemeinsam, die sind doch nicht irgendwie männlich und die Dinge da drüben sind doch nicht irgendwie weiblich. Also das zeigt doch ganz klar, dass die und der hier nicht männlich und weiblich bedeutet. Das wird wichtig zu verstehen, warum das bei Gegenständen anders ist als Personen, als bei Personen. Hier ist es richtig. Die haben in der Tat nichts miteinander gemeinsam. Also ich habe ja immer jeweils Gegenstände genommen, die mehr miteinander gemeinsam haben als mit den anderen Beispielen in derselben sprachlichen Kategorie. Bei Wörtern für Gegenstände und abstrakter auch, also Dinge wie Demokratie oder Liebe oder was auch immer, da ist grammatisches Genus, der, die, das, tatsächlich arbiträr. Das ist zufällig zugeordnet, es lässt sich relativ wenig dazu sagen, warum bestimmte Wörter ein bestimmtes Geschlecht haben. Es gibt eine bestimmte sprachinterne Systematik, also Unterbegriffe und Oberbegriffe haben häufig dasselbe grammatische Geschlecht. Solche Dinge gibt es, aber die sind sozusagen nur im Sprachsystem motiviert, nicht in Bezug auf die Welt. Und man weiß auch aus psycholinguistischen Studien, dass die Vorstellung von Geschlecht oder Genus bei der Sprachverarbeitung, solange es um Gegenstände oder abstrakter geht, nicht aktiviert wird, zumindest nicht stark genug aktiviert wird, dass es messbar wäre. Auch bei Gegenständen oder abstrakter werden aber Geschlechterbilder aktiviert, in dem Augenblick, wo ich Aufgaben stelle, die etwas strategischer sind als nur reine Sprachverarbeitung. Also es gibt ganz klare Hinweise, ich würde sagen, da ist die Forschungslage eigentlich eindeutig, dass in dem Augenblick, wo strategische Aufgaben gestellt werden, Geschlecht auch bei Gegenständen aktiviert wird. Zum Beispiel können Sie Kinder bitten, Gegenständen Eigennamen zu geben und dann geben die in überwältigender Mehrheit den Gegenständen einen Eigennamen, dessen Geschlecht den Artikel, das grammatische Genus abbildet. Also der Apfel bekommt einen Männernamen und die Birne bekommt einen Frauennamen. Es gibt auch eine interessante Studie, die hat sich Personifizierungen von abstrakten Eigenschaften in der Kunst angeguckt und hat festgestellt, dass es natürlich gibt es da sehr starke kulturelle Vorprägungen, also alle möglichen Eigenschaften werden häufig als griechische Götter und Göttinnen abgebildet und dann natürlich jeweils als Mann oder als Frau, je nachdem wie der Gott oder die Göttin dann eben sich vorgestellt wird. Aber zu dieser kulturellen Vorprägung gibt es noch einen klaren Einfluss der Muttersprache der Künstler und Künstlerinnen, die nämlich bevorzugt
abstrakte Eigenschaften als eine Person darstellen, deren Geschlecht eben auch wieder das Geschlecht des Artikels, des abstrakten Substantivs reflektiert. Und das bedeutet, dass diese Semantisierung der Artikel der und die mit einer Vorstellung von Geschlecht auch bei, selbst bei Gegenständen, irgendwo latent vorhanden ist. Das ist ja irgendwo auch klar, denn wenn wir uns nochmal die Personenbezeichnung angucken, da ist eben, wie ich gesagt habe, die Korrelation 100%. Es gibt eine einzige Ausnahme, die, wo ein klar geschlechtlich spezifiziertes Wort nicht feminin ist, sondern ein Neutrum ist, das ist das Wort das Mädchen. Das liegt aber daran, dass das eigentlich eine Diminutivform ist. Das ist die Diminutivform von dem Wort Magd, Magdmädchen. Und Diminutiva sind im Deutschen immer neutral. Das heißt, das ist da sozusagen einfach dieser morphologische Prozess, der irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat, der ist dort erhalten geblieben. Das ist die einzige Ausnahme. Die einzige andere Ausnahme, wo Personenbezeichnungen nicht das Geschlecht der Person reflektieren durch das grammatische Geschlecht, sind Fälle, wo Personenbezeichnungen eben geschlechtsneutral sind. Da komme ich nachher auch nochmal ganz kurz drauf zurück. Diese ganz, ganz tief verankerte Kodierung von Geschlecht in der deutschen Sprache, die ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Das eine, was ganz interessant ist, ist, dass das dazu führt, dass Wörter für Frauen praktisch dazu vorbestimmt sind, ein diskriminierendes Potenzial anzunehmen, sozusagen diskriminierendes Bedeutungspotenzial anzunehmen. Im Althochdeutschen war das Wort Frau war, das hieß Herrin oder Adlige, also es war eine hochgestellte Frau, das männliche Wort dazu war Herro, der Herr. Wieb war neutral, es war ein neutrales Wort für Frauen und Mann war das neutrale Gegenstück dazu. Was ist dann passiert in der Sprachentwicklung? Naja, im Mittelhochdeutschen ist die soziale Stellung der Frauen, die mit Frowe angesprochen werden konnten, sozusagen langsam abgesunken und gleichfalls auch für das Wort Wieb. Und im Neuhochdeutschen wissen wir natürlich, ist Frau das neutrale Wort, um weibliche Personen zu bezeichnen. Weib ist ein abwertender Begriff, der sowas heißt wie liederliche Frau oder auf jeden Fall ist der drückt keine Sympathie für die Person aus. Die Lücke, die da oben entstanden ist, sozusagen für hochgestellte Frauen, die musste gefüllt werden durch einen Import aus dem Französischen. Das Wort Dame, abgeleitet von Madame. Was ist mit den männlichen Bezeichnungen in derselben Zeit passiert? Naja, nichts. Die sind so geblieben. Ja? Die haben ihre soziale Konnotation erhalten. Herr ist nach wie vor, das war im Mittelhochdeutschen ein hochstehender Mann, der neutrale Begriff für Männer war nach wie vor Mann. Und auch im heutigen Deutschen, wo die soziale Stellung natürlich irgendwo nicht mehr stark institutionalisiert ist, ist es so, dass Herr eben die höfliche Form geblieben ist und Mann ist nach wie vor die neutrale Form. Diese Art von Asymmetrie, jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht ist das Zufall. Das ist aber kein Zufall, das zeige ich gleich noch. Diese Abwertung hat zeigt sich nämlich nicht nur für die Wörter Frowe und Wieb, die zeigt sich für alle Wörter, die Frauen bezeichnen. Alle ohne Ausnahme. Wenn man die vom Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen sich anguckt, dann haben die alle diese Bedeutungsabwertung durchgemacht. Das Wort Magat, das hieß junge, unverheiratete Frau im Althochdeutschen. Im Mittelhochdeutschen hieß es das auch noch. Im Neuhochdeutschen heißt es Haus- oder Hofangestellte. Das Wort Diorna, das hieß im Althochdeutschen junges Mädchen. Wie das in einigen deutschen Dialekten heute noch ist, im Niederdeutschen, Dern oder sowas. Das hieß im Mittelhochdeutschen junge Dienerin, also junges Mädchen in Dienstverhältnis und im Neuhochdeutschen heißt es Prostituierte. Und diese Art von Funktionalisierung und Sexualisierung von Wörtern für Frauen, die ist eben systematisch. Die lässt sich für jedes einzelne Wort, ich könnte das jetzt noch für das Wort Fräulein zeigen und für das Wort Jungfrau und so weiter und so fort, da zeigt sich jedes Mal dasselbe Muster. Und die Frage ist, warum? Naja, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Die Kontexte, in denen über Frauen geredet wird, sind gerade im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen und auch im Neuhochdeutschen vielleicht bis in die 70er Jahre selbstverständlich abwertend gewesen. Also dass Frauen irgendwie weniger wert waren, das wurde noch nicht mal in Frage gestellt. Das war so selbstverständlich, da hat man im Prinzip gar nicht drüber geredet. Das heißt, diese Wörter sind immer tendenziell in abwertenden Kontexten verwendet worden.
Diese abwertenden Kontexte werden Teil der Bedeutung. Wenn ich ein Wort häufig genug in einem bestimmten Kontext verwende, dann wird dieser Kontext Teil der Wortbedeutung. Und deshalb gab es dann immer so eine Vermeidungsstrategie. Wenn ich dann nämlich eine Frau anspreche, dann sage ich, oder über eine Frau spreche, dann sage ich, naja, das Wort Magd, das ist ja schon ein bisschen anrüchig, ich will ja nichts Schlechtes über sie sagen, also greife ich lieber eine Ebene höher. Ja, also statt das Wort Wieb dann zu benutzen im Mittelhochdeutschen, sage ich lieber Frowa, obwohl die Frau gar nicht sozial hochgestellt ist, weil ich denke, ja, aber das Wort Wieb hat schon so ein paar ungute Konnotationen angenommen, das möchte ich lieber vermeiden. Dadurch wird das Wort Frowa dann irgendwann neutral und das Wort Wieb wird immer weiter runtergedrückt sozusagen in dieser Negativitätsskala. Und dann passiert dasselbe mit dem Wort Frowa und so weiter und so fort. Ja, da müssen die Wörter von woanders importiert werden, um überhaupt wieder neutrale Begriffe zu haben. Was aber eben besonders interessant ist, ist, dass immer diese Funktionalisierung, also auf bestimmte Berufe und vor allen Dingen diese Sexualisierung auf sexuelle Verfügbarkeit, also Frau und Fräulein, dieser Unterschied ist ja auch schon, der soll ja nur signalisieren, ob diese Frau sozusagen noch zu haben ist oder eben auch in den Kontext der Prostitution, das ist fast mit allen Wörtern passiert. Also jedes Wort für junge Mädchen und Frauen ist im Prinzip im Neuhochdeutschen zu einem Wort für Prostituierte geworden. Und das meine ich mit Sprache ist auch ein Ergebnis dieser sozialen Prozesse und trägt diese sozialen Prozesse in die Zukunft. Ein weiteres Problem ist, dass diese Bedeutungsabwertung natürlich nicht absolut ist. Also die Kontexte, in denen das Wort verwendet wird, bleiben teilweise neutral. Das ist so ein bisschen so, als ob diese Wörter doch auch teilweise noch in den neutraleren Kontexten vorkommen. Man sieht das ganz gut an dem Wort Vibe, was im Deutschen, im Neuhochdeutschen eindeutig abwertend ist, aber es gibt natürlich noch so Wortverbindungen feste wie holdes Weib. Es gibt natürlich Wörter wie weiblich oder Weibchen oder Vielweiberei, die zunächst mal neutral sind, wo das Wort Weib erstmal nur Frauen bezeichnet. Und dann gibt es noch welche, die so langsam abwertend werden, Weiberheld oder Weiberkram oder Weibisch. Das heißt, das Morphem Weib, der Wortteil Weib, der hat dieses gesamte Bedeutungsspektrum von dem ursprünglich Neutralen bis zu dem Negativen. Und das ist natürlich ein Problem, weil dadurch diese negativen Bedeutungen bis in das sogenannte Neutrale mit hinein abfärben. Ja, also selbst wenn ich das Wort neutral benutze, klingen diese ganzen abwertenden Dinge irgendwo mit. Wenn ich mir das angucke, also aus der Sicht der einer Person und wie die jeweils bezeichnet wird, wir haben ja eben gesehen, wie die einzelnen Wörter sich entwickeln, jetzt gucken wir uns an, wie diese Person dann jeweils bezeichnet worden wäre, dann sieht man, dass Wörter immer ersetzt werden müssen. Das Wort Diorna musste im Mittelhochdeutschen durch das Wort Magd ersetzt werden, weil es dort eben bereits hieß junge Dienerin. Wenn ich über junge Frauen neutral reden wollte, musste ich ein anderes Wort nehmen. Das ist dann eben zu diesem Diminutiv geworden, weil das Wort Magd selber auch wieder abwertend war. Das heißt, diese Entwicklung, am Anfang war das neutrale Wort und dann ist inzwischen das hier das neutrale Wort. Alle anderen Wörter sind extrem negativ, weil sie eben diese sexualisierten und funktionalisierten Konnotationen angenommen haben. Das lässt sich auch nicht zurückdrehen, dieser Prozess. Bei Wörtern für Frauen, Bezeichnungen für Frauen wird es auch selten versucht. Bei rassistischer Sprache ist das sehr, sehr schwer, Leuten das klarzumachen. Die behaupten dann immer, ja, aber früher war das Wort XY, das war doch ein ganz neutrales Wort. Also Schlitzauge, das war doch nicht böse gemeint, dass wir das heute sozusagen abwertend meinen. Naja, selbst wenn das so wäre, es lässt sich eben nicht zurückdrehen. Diese Konnotationen sind da und die bleiben. Lässt sich das aufhalten? Das ist ja eine interessante Frage. Ich würde sagen, die Antwort ist relativ offensichtlich ja, denn die Wörter für Männer haben sich ja nicht verändert. Das heißt, offensichtlich ist der Abwertungsprozess nicht zwingend, sondern der hat was damit zu tun, wie über die bezeichneten Dinge geredet und nachgedacht wird. Dieser Abwertungsprozess, der führt häufig dazu, und damit komme ich auf diese drei Wörter zurück, diese drei Wortpaare, die ich vorhin als problematisch schon angedeutet habe, der führt häufig dazu, dass zwei Wörter, die scheinbar das Gleiche bezeichnen müssten, weil das eine Wort einfach nur die weibliche Form des anderen ist, dass sie tatsächlich in ihrer Bedeutung differenziert sind. Also eine Sekretärin ist eine Büroangestellte. Und ein Sekretär ist ein leitender Funktionär einer Organisation. Also diese beiden Wörter entsprechen sich in ihrer heutigen Bedeutung natürlich nicht mehr. Eine Politesse ist eine Gemeindeangestellte, die für die Kontrolle von Falschparkern und Falschparkerinnen verantwortlich ist. Keine besonders hoch angesehene Tätigkeit. Und ein Polizist ist ein Beamter der Polizei, der umfangreiche Befugnisse hat, der uns zum Beispiel alle verhaften könnte hier. Bei dem Wort Masseuse ist klar, dass das ist
heißt heute eine in einem Massagesalon arbeitende Prostituierte. Also auch da ist wieder diese Bedeutungsentwicklung, die sich eben immer wieder beobachten lässt, während ein Masseur einfach nur jemand ist, der Massagen verabreicht. Diese abwertenden Bedeutung, diese Bedeutungsdifferenzierung in so Wortpaaren, wo das eine dann eben abwertend wird oder funktionalisiert auf niedere Berufe, die lässt sich besonders stark beobachten bei Wörtern, die nicht durch dieses Suffix in abgeleitet sind, sondern irgendwie anders, durch diese nicht produktiven Prozesse. Bei dem Wort in, bei diesem Suffix in ist das Sekretär, Sekretärin das einzige wirklich gute Beispiel, was mir dafür einfällt. Die Wörter mit esse oder öse oder diesen anderen entlehnten Morphemen, die haben alle diese Entwicklung durchgemacht. Das heißt, die Transparenz der Ableitung, die scheint auch was damit zu tun zu haben, wie gefährlich oder nicht, wie stark Wörter gefährdet sind, diesen bedeutungsabwertenden Prozess durchzumachen. Und ich will nur kurz darauf hinweisen, wie so ein Prozess eventuell anfängt. Ja, man denkt so, na, ist es wirklich zwingend, aber ich habe das Gefühl, heute ist das nicht mehr so. Naja, nehmen wir uns mal die Wörter Hacker und Hackerin beziehungsweise Hexe. Ich habe hier einfach mal zwei Zitate rausgesucht, eins von 2000 aus einem Telepolis-Artikel. Da wird sozusagen geschrieben über das Hexencenter und dann werden da so Sachen gesagt, wie die Hackerin werben mit dem unschlagbaren Vorteil eines Raumes, in dem sich überwiegend Frauen aufhalten. Es riecht besser und falls der eine oder andere Hacker doch einmal eine Pause vor dem Bildschirm einlegen möchte, also die Hexen brauchen gar keine Pause vor dem Bildschirm einzulegen, die sitzen ja gar nicht vor dem Bildschirm, die sitzen ja da in diesem Hexencenter und riechen gut, und wenn der Sozialkontakte knüpfen will, dann braucht er dort nicht so lange nach einer Freundin zu suchen. Auf dem Programm der Hexen steht ansonsten Massage, MOD und Löten. Bleibt nur zu hoffen, dass das Damenkränzchen dieses Jahr nicht wieder durch Platzhirsche gestört wird. Also wir sehen hier, auf der Inhaltsebene wird hier schon gesagt, naja, diese Hackerinnen, die machen da nicht richtig mit, die haben irgendwie ihren eigenen Bereich und naja, die üben da ein bisschen Löten zwar immerhin, aber ansonsten geht es hauptsächlich um Massage. Und es geht darum, dass die Jungs, die echten Hacker, da hingehen können, wenn sie eine Freundin suchen. Und dann werden auch so Wörter wie Damenkränzchen halt verwendet in dem Kontext und das färbt natürlich alles irgendwann potenziell ab. Und hier ist ein Beispiel aus 2009 und das ist ganz interessant, weil ich sagen würde, hier sieht man schon die ersten Schritte, die auch grammatisch darauf hindeuten, dass das Wort Hexe, wenn es ausreichend weit verbreitet wäre, da das auf einen relativ kleinen Kreis begrenzt ist, weiß ich nicht, wie gut man hier Vorhersagen über die Sprachentwicklung machen kann, aber da steht, ach, da ist noch eine Veranstaltung unter freiem Himmel, wo Hacker brutzeln und ihre Hexen ächzend die Kinderwagen über Heidehügel schieben lassen. Hier sind zwei Dinge interessant. Zum einen ist wieder diese inhaltliche Stereotyp, ja, die Hacker, die brutzeln, das wird dann später noch beschrieben, die programmieren da halt unter freiem Himmel, das war dieses Hacking at Random Camp, über das da geredet wurde. Aber ihre Hexen, ja, das ist das Interessante, ihre Hexen, das Personal, das Possessivpronomen ihre, das deutet schon darauf hin, dass hier eine Asymmetrie eingetreten ist, also es gibt Hacker und die haben dann manchmal Hexen. Und das sind keine weiblichen Hackerinnen, sondern es sind die Freundinnen von Hackern. Ja, das ist nämlich auch eine Bedeutungsveränderung, die sich sehr häufig beobachten lässt, die eine lange Zeit sogar institutionalisiert war. Dass die Frau von dem Ortsarzt, die wurde mit Frau Doktor angeredet, obwohl sie natürlich kein Doktor war, ihr Mann war Doktor. Also die Idee, dass selbst solche Bezeichnungen, die eigentlich eine Berufsbezeichnung sind, eigentlich nur darauf hindeuten, dass das eine Frau ist, die mit einem Mann zusammen ist, der diesen Beruf ausübt. Und das sind genau die Anfänge von der Art von Bedeutungsdifferenzierung und Abwertung, die die weibliche Begriffe immer durchlaufen im Deutschen. Also wenn das nicht schlimm genug wäre, dieses Problem mit Wörtern, ist auch die grammatische Struktur an sich diskriminierend. Das merkt man nicht so richtig, das ist etwas schwerer sich klarzumachen. Ich habe das schon einmal versucht in einem anderen Vortrag mit einem Beispiel, was ich hier auch nochmal wiederholen möchte. Das Problem an diesen Personalpronomen ist nämlich, dass sie uns ständig zwingen, auf das Geschlecht von Personen zu referieren. Ständig, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen. Das ist ein kurzer Text aus einer Geschichte, aus einem Roman von Gottfried Keller, von einem Sklavenhalter, der sich in eine Sklavin verliebt. Und das ist eine Szene, wo er das zum ersten Mal sagt oder deutlich macht. Und wir sehen hier, dass natürlich die Aktanten dieser Mann und diese Frau durch Pronomen, die in dieser Passage bezeichnet werden. Sie streckte wie im Schutz flehend die Hand nach dem Gestirn aus. Da fasste jemand sänftlich diese Hand, es war Don Correa, der vorsichtig an sie herangetreten und ihr dieselbe Hand auf den Mund legte, zum Zeichen, dass sie schweigen sollte. Frauen in romantischen Situationen, die sollen lieber still sein, die verderben sonst die ganze Stimmung.
Dann streifte er einen schimmernden Ring an ihren Finger und küsste sie schnell auf den Mund, worauf er ebenso ungesehen hinwegschritt, als er gekommen war. So sind echte Männer, ne? Romantik, aber dann muss er auch schnell wieder weg. Aber das eigentlich Entscheidende hier ist, das fällt uns nicht auf, dass die Pronomen an sich diskriminierend sind, weil das für uns eben so normal ist. Das ist eben, also so sind eben Pronomen. Die gibt es in verschiedenen Kasusformen. Die benutze ich eben, um über Personen zu reden. Und das ist doch ganz natürlich, dass ich dabei auf deren Geschlecht referiere. Naja, das kommt uns nur natürlich vor, weil unsere Sprache das eben so macht. Ich glaube, wenn wir uns mal eine andere Sprache vorstellen, nämlich eine, die die Leute nach Ethnie unterscheidet, danach, ob sie schwarz oder weiß sind, ja, wir könnten uns ja so ein Pronominalsystem vorstellen, wo weiße Leute mit wit bezeichnet werden und schwarze Leute mit neg. Und dann kann ich mir auch davon vorstellen, wie die verschiedenen Kasusformen aussehen würden. Naja, jetzt würde der Text plötzlich so klingen. Das ist ja eine schwarze Sklavin und ein weißer Sklavenhalter. Also würde plötzlich hier stehen, Neg streckte wie zum Schutz flehend die Hand nach dem Gestirn aus. Da fasste jemand sänftlich diese Hand. Es war Don Correa, Dwit vorsichtig an Neg herangetreten und Negem dieselbe Hand auf den Mund legte zum Zeichen, dass Neg schweigen sollte. Dann streifte Witt einen schimmernden Ring an Negs Finger und küsste Neg schnell auf den Mund, worauf Witt ebenso ungesehen hinwegschritt, als Witt gekommen war. Diese Sprache, wenn es so eine gäbe, würden wir, glaube ich, alle als sehr, sehr rassistisch empfinden. Ich glaube, wir würden alle sagen, selbst wenn das ein Schwarzer und eine Schwarze und ein Weißer sind, muss man das in jedem einzelnen Satz betonen. Naja, muss man nicht, weil es solche Sprachen zum Glück nicht gibt. Aber warum ist das rassistisch, während der Bezug auf das Geschlecht der Ständige nicht sexistisch ist? Diese beiden Situationen sind parallel. Die eine kommt uns nur normal vor, weil wir an die als von Kind auf gewöhnt sind. Also wenn das nicht schlimm genug wäre, als wenn das alles nicht schlimm genug wäre, gibt es jetzt auch noch das sogenannte generische Maskulinum. Das ist sozusagen, das setzt dem Ganzen dann die Krone auf. Das generische Maskulinum laut Wikipedia ist eine verallgemeinernde, grammatikalisch männliche Bezeichnung. Das heißt, die Idee ist, dass ich, wenn ich so ein Wortpaar habe wie der Student und die Studentin und einen Oberbegriff suche, dass dieser Oberbegriff dann der Student ist, dass der Artikel der aber in dem Fall plötzlich nur grammatikalisch männlich ist und nicht bedeutet, dass es auch semantisch von der Bedeutung her männlich ist. Diese generischen Maskulina brauche ich in verschiedenen Kontexten, also solche Oberbegriffe brauche ich in verschiedenen Kontexten und da findet man dann eben häufig diese generischen Maskulina. Die brauche ich zum Beispiel, um gemischte Gruppen zu bezeichnen. 4 Studenten warten vor deinem Büro. Das können dann 2 Männer und 2 Frauen sein. Wenn ich abstrakte Gruppen bezeichne, heute waren gar keine Studenten in der Sprechstunde, es gibt gar keine, ich weiß gar nicht, ob das Männer oder Frauen waren, die waren ja nicht da. Und sogar Einzelpersonen, heute war kein Student in der Sprechstunde, war ja keiner da, also kann der nicht männlich sein. Also offensichtlich heißt Student hier Student oder Studentin. Auch die Kategorie Studenten an sich, wenn ich gar keine bestimmte Person meine, Studenten haben ein schönes Leben. Und sogar wenn ich einzelne Mitglieder einer Kategorie bezeichne, dann kann ich, wenn die weiblich sind, aber ich sagen will, sie gehört in diese Kategorie, dann kann ich sogar sagen, sie ist Student. Also kann sogar eine konkrete weibliche Einzelperson mit dieser sogenannten generischen Form bezeichnen. Beziehungsweise Leute tun das. Ob ich das kann, ist eine ganz andere Frage. Ja, wie gesagt, die Idee ist, dass das eine rein grammatisch männliche Bezeichnung ist. Die Frage ist, wie plausibel das ist. Also es gibt durchaus Situationen, also wenn ich mir die Wörter der Mann und die Frau angucke, dann kann ich mir verschiedene Oberbegriffe vorstellen. Der Mensch könnte als Oberbegriff benutzt werden. Mensch ist ja an sich geschlechtsneutral die Person oder das Wesen. Ja. Und dann sehe ich in der Tat, dass der Oberbegriff tatsächlich einen Artikel haben kann, der nicht das Geschlecht bezeichnet. Das heißt, es gibt eine kleine Gruppe von Personenbezeichnungen, die tatsächlich geschlechtsneutral sind, wo das Geschlecht grammatisch ist, wie bei dem Apfel und der Birne oder dem Mars und der Erde. Die Idee ist ja, dass der Fall der Student, die Studentin, dass das genauso ist. Also es gibt da dieses neutrale der, das rein grammatisch ist und das ist rein zufällig der Oberbegriff für der Student und die Studentin. Das Merkwürdige ist aber doch diese Formengleichheit, denn die finde ich ja sonst nicht. Normalerweise sind Wörter nicht ihre eigenen Oberbegriffe. Diese Situation gibt es nicht außerhalb des sogenannten generischen Maskulinums. Nie. Wörter sind nicht ihre eigenen Oberbegriffe, wie sollten sie auch? Aber hier wird gesagt, das ist so. Naja, wenn das so wäre, dann würde ich ja vermuten, dass es vielleicht auch ein generisches Femininum gibt, wo die und diese Endung plötzlich auch nicht die Frau bezeichnen, sondern einfach generisch zu interpretieren sind. Müsste es dann ja auch geben.
gibt es aber nicht. Es gibt immer nur, das generische Formen sind immer nur Maskulinum. Da muss man, glaube ich, schon sehr naiv sein oder sich sehr, sehr große Mühe geben, um da an einen Zufall zu glauben und zu sagen, nee, doch, ist wirklich so, das ist nur grammatisch und das ist nur Zufall, dass das immer die Männer sind, die da bezeichnet werden. Ich denke, es ist relativ klar, das ist keine grammatikalisch männliche Bezeichnung, das generische Maskulinum, sondern es ist eine männliche Bezeichnung, die wir einfach benutzen, um Männer und Frauen zu bezeichnen, weil Männer eben der Normalfall sind. Nicht, weil die Bezeichnung plötzlich beide Bedeutungen annimmt durch Magie. Ja. Also das generische Maskulinum ist auf der sprachstrukturellen Ebene existiert das nicht. Das ist eine soziale Fiktion. Das Wort Student bedeutet Mann, der studiert. Das bedeutet nichts anderes. Es bedeutet in jedem Kontext ein Mann, der studiert. Es gibt aber eine soziale Übereinkunft, manchmal über Männer zu reden und die Frauen mitzumeinen. Ja, so wie ich jede soziale Übereinkunft treffen kann. Ich könnte auch eine soziale Übereinkunft treffen, nur über Weiße zu reden und alle anderen Ethnien mitzumeinen. Ja? Da sieht man wieder, wie gut das wohl ankommen würde und wie plausibel das wäre. Wir wissen außerdem aus der Psycholinguistik, dass maskuline Personenbezeichnungen in der Sprachverarbeitung immer zunächst maskulin interpretiert werden, immer auf Männer bezogen werden. Und wenn aus dem Kontext plötzlich klar wird, dass hier Männer und Frauen gemeint sind, dann muss das uminterpretiert werden. Das generische Maskulinum ist pathologisch. Es ist nicht einfach nur eine Fiktion, sondern es ist eine pathologische Fiktion. Warum? Weil sie Frauen sprachlich unsichtbar macht. Frauen kommen einfach nicht mehr vor. Und Männer merken das oft nicht, weil die sich bei einer maskulinen Form immer angesprochen fühlen können. Ob das generisch ist oder nicht, ist völlig egal. Männer sind ja immer gemeint. Frauen müssen immer überlegen, ob sie mitgemeint sind oder nicht. Selbst wenn wir diese soziale Fiktion irgendwie aufrechterhalten wollen, wir verlangen von Frauen, dass sie ständig darüber nachdenken, ob das jetzt wohl generisch sein soll oder nicht. Dass das nicht sein kann, will ich nochmal an einem Beispiel, an einem Perl-Skript demonstrieren. Ich kann ja in einem Programm derselben Variable zwei verschiedene Werte zuweisen, indem ich sie zwei verschiedene Namespaces zuweise. Ich kann ja sagen, die Variable Maskulinum soll in dem Namespace Main bedeuten männlich und in dem Namespace Generic soll sie heißen männlich oder weiblich. Das ist überhaupt kein Problem, das geht. Wenn ich jetzt dann also sage print main masculinum, dann habe ich ja den Namespace angegeben, dann bekomme ich die richtige Variable ausgegeben. Wenn ich den Namespace generic angebe und das ausgedruckt haben möchte, funktioniert das auch. Ich habe ja auch wieder den richtigen Namespace angegeben. Das Problem ist aber, in menschlichen Sprachen gibt es keine Namespaces. Ja, gibt es nicht. Und deshalb ist das generische Maskulinum in der Sprache, in der deutschen Sprache oder auch in anderen Sprachen, das ist das Äquivalent davon, die Variable so aufzurufen. Print Maskulinum, ohne einen Namespace anzugeben. Naja, Perl ist ja sehr, sehr fehlertolerant und Perl gibt dann das hier aus. Perl geht nämlich davon aus, wenn kein Namespace angegeben ist, dann ist der Namespace Main gemeint. Das funktioniert allerdings nur, solange ich nicht use strict verwende. Als Mann kann ich sagen, ich brauche kein use strict, ich bin ja immer gemeint. Wenn ich ein Maskulinum höre, bin ich ja gemeint. Was soll ich mir das Programmieren extra schwierig machen? Als Frau bleibt mir leider nichts anderes übrig, als use strict zu spezifizieren. Und wenn ich das mache, dann gibt dieser Befehl in Nummer 3 nämlich eine andere Antwort, nämlich global symbol masculinum requires explicit package name. Das ist das Problem. Das ist das Problem, vor dem eine Frau jedes Mal steht, wenn sie ein sogenanntes generisches Maskulinum hört. Das Zwischenfazit ist also, die deutsche Sprache ist kaputt. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn das Konsortium, das für die deutsche Sprache verantwortlich ist, sich einfach treffen würde und die Version 1.23 der ISO 3639 DOI, This specification defines the core language of the German speech community as it's been handed down to us by 300 generations of sexists. Wenn die einfach mal ersetzt wird durch eine neue Spezifikation, Version 2.0. In this version, special attention has been given to avoiding irrelevant references to the biological sex of speakers and to provide structures that allow communication without discrimination. Das ist leider nur ein schöner Traum, denn natürlich gibt es kein Konsortium, was die deutsche Sprache standardisiert.
Noch nicht mal die Duden-Redaktion, obwohl viele Leute das glauben. Was macht man, wenn man mit einem System konfrontiert ist, das kaputt ist, man muss aber mit diesem System leben? Man denkt sich Hacks aus. Und das haben Leute gemacht. Viele Generationen von Hackerinnen, die allgemein als feministische Sprachforscherinnen bezeichnet werden. Ich will das mal zeigen an einem Artikel über den Chaos Computer Club, der vorgestern in der Taz stand. Hier kommen ja zwei männliche Wörter vor, die aber Männer und Frauen wohl bezeichnen sollen. Auf ihrem Jahrestreffen verlangen die Netzaktivisten des Chaos Computer Clubs, dass die Hackerszene politischer werden soll. Der erste Hack, der manchmal vorgeschlagen wird, ist, geschlechtsneutrale Sprache zu benutzen. Das heißt, in diesem kaputten System Deutsch nach Wörtern zu suchen, die geschlechtsneutral sind. Denn die gibt es ja zum Teil. Nämlich alle Wörter, die aus Adjektiven oder Partizipien, aus Verben abgeleitet sind, sind potenziell geschlechtsneutral. Und dann würde das so klingen zum Beispiel. Auf ihrem Jahrestreffen verlangen die Netzaktiven des Chaos Computer Clubs, dass die hackenden Szene politischer werden soll. Das klingt ungewohnt, aber es löst das Problem an der Stelle, ohne das System des Deutschen sozusagen in Frage zu stellen. Das System ist ja nun mal da. Ein zweiter Hack, der häufig verwendet wird, ist die Byte-Nennung. Ja, wenn ich schon gezwungen werde, das Geschlecht zu spezifizieren, dann spezifiziere ich das aber auch wirklich jedes Mal, wenn ich über eine gemischte Gruppe von Menschen rede. Und dann würde das eben so klingen. Auf ihrem Jahrestreffen verlangen die Netzaktivisten und Netzaktivistinnen des Chaos Computer Clubs, dass die Hacker- und Hexenszene politischer werden soll. Klingt eigentlich auch nicht schlimm. Ich verwende ja die deutsche Sprache, ich verwende sie nur etwas anders als die Mehrheit. Ja, das kann ich auch umdrehen. Ich drehe das auch manchmal um. Ich habe ja ein kleines Video auf YouTube, wo ich das generische Maskulinum erkläre, und da habe ich das absichtlich die ganze Zeit umgedreht. Aber tatsächlich wollte ich hier, und deshalb habe ich auch dieses fürchterliche Blau und dieses fürchterliche Rosa die ganze Zeit radikal durchgezogen. Ich wollte sozusagen die sexistischen Strukturen, die wir stark verinnerlicht haben, hier didaktisch nutzen und möglichst wenig Irritation sozusagen zwischen die Botschaft und den Empfänger stellen. Ich habe da lange hin und her überlegt, ob ich das wirklich machen soll oder ob ich Blau und Rosa vertauschen soll, um sozusagen dazu anzuregen, mehr nachzudenken. Aber dann dachte ich, es ist ja schwer genug, worüber wir hier nachdenken. Ein dritter Hack. Weil diese Byte-Nennung, da wird häufig gesagt, ja, das macht das alles so kompliziert und unlesbar. Das stimmt übrigens nicht. Das kann man auch in psycholinguistischen Studien zeigen, das macht es nicht unlesbar. Die Lesbarkeit ist dadurch überhaupt nicht beeinflusst, aber natürlich wird der Text länger. Das kann man unschwer bestreiten. Und deshalb gibt es diesen dritten Hack oder eine ganze Reihe von Hacks, die versuchen, verschiedene Arten der verkürzten Byte-Nennung zu erfinden. Da kann ich mich entweder an standardisierte orthografische Mittel halten, also versuche mich noch relativ stark im System zu bewegen, dann komme ich zu sowas relativ weit verbreitetem wie diesem Schrägstrich. Auf ihrem Jahrestreffen verlangen die Netzaktivist-Schrägstrich-Innen des Chaos Computer Clubs, dass die Hacker-Innen-Szene politischer werden soll. Das Problem ist natürlich, dass das rein orthografisch ist und ich hier deshalb also für die gesprochene Sprache immer noch keine Lösung habe. Dann in der gesprochenen Sprache müsste ich es wieder auflösen in die Byte-Nennung. Ich kann auch noch kreativer werden und sagen, naja, meine Hacker-Hexen-Ehre verlangt, dass ich das besser mache als das hier. Ich kann ja gleichzeitig versuchen, die Orthographie noch ein bisschen mitzuhacken. Und da gibt es verschiedene Dinge, also unter anderem das Binnen-I zum Beispiel. Ein Binnen-I gibt es, also Binnenmajuskeln gibt es sowieso, wir kennen die alle vom iPhone zum Beispiel. Und warum soll man die nicht auch hier verwenden, um den Schrägstrich wegzulassen und irgendwo klarzumachen, ich will nicht über das eine und das andere, sondern über beides gleichzeitig reden. Ja? Und diese interne Großschreibung I, die ist an dieser Stelle in der Taz zum Beispiel ist sie relativ häufig, die sind in bestimmten Kreisen hat die sich relativ gut etabliert. Ist aber natürlich auch nur eine orthografische Lösung und keine für die gesprochene Sprache. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber Netzaktivistinnen, selbst mit diesem großen I, ich rede irgendwie ja über Männer und Frauen, ich möchte irgendwie zeigen, dass es zwischen Männern und Frauen noch viele andere Dinge gibt. Wie könnte ich zeigen, dass es zwischen etwas noch mehr gibt? Naja, ich lasse eine kleine Lücke. Aber damit es trotzdem ein Wort bleibt, benutze ich einen Unterstrich.
das ist ja auch was wir häufig machen, also bei variablen Namen, zum Beispiel in Computerprogrammen. Also mache ich das auch hier. Ich mache diesen Unterstrich, um zu zeigen, eigentlich sind das zwei Teile, die aber zusammengehören, und gleichzeitig öffne ich dadurch so eine kleine Lücke, in der noch andere Dinge reinpassen. Dann gibt es Leute, die sagen, ach, lass uns doch lieber so einen Stern benutzen, der ist irgendwo orthografisch schöner. Ich muss auch sagen, ästhetisch finde ich das auch besser gelungen, soll mehr oder weniger das Gleiche machen. Zu sagen, hier ist so eine Art Stern, das ist ein Platzhalter für andere Dinge, die da noch sein könnten. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, dann lass uns doch diese femininen Endungen gleich weglassen und dieser Stern alleine erfüllt doch dann diesen Zweck. Das sind alles Versuche, innerhalb der deutschen Sprache dieses Problem zu umgehen. Die sind sehr kreativ. Die erfordern natürlich zusätzlich noch, dass die sich irgendwie durchsetzen. Sonst ist es sozusagen Privatvergnügen. Aber das sind eben Versuche, mit der deutschen Sprache so zu arbeiten, wie sie ist. Ich will noch auf eine vierte Möglichkeit hinweisen, die technologisch jetzt eigentlich erst langsam möglich geworden ist. Das ist nämlich nicht die Byte-Nennung, sondern die Alternativnennung. Ich könnte mir ja vorstellen, dass über jedem Text so eine Reihe von kleinen Buttons ist, mit der ich mir aussuchen kann, wie der Text dargestellt sein soll. Der ist jetzt auf generisches Maskulinum eingestellt. Ja. Ich kann ihn aber auch auf generisches Femininum einstellen. Oder auch auf die Byte-Nennung oder auf das Binnen-I oder auf was auch immer. Ja? Wer wissen will, wie das beim Eichhörnchen aussieht, der kann sich die Satzung der Bezirkspiraten in Hamburg-Mitte angucken. Die haben nämlich ihre Satzung in genau diesen Versionen vorliegen und mit genau diesen Knöpfen versehen. Das heißt, dort kann ich mir die in jeder Version anzeigen lassen, die mir genehm ist. Aber das Problem ist hier natürlich, ich hacke das Problem nicht wirklich. Ich vermeide das einfach, indem ich sage, ich individualisiere das und jeder kann sich dann aussuchen, was er will. Immerhin. Also das sind auch technische Lösungen, über die man mal nachdenken kann. Bevor ich zum Ende komme, noch ganz kurz, ich könnte natürlich auch etwas radikaler werden und sagen, vielleicht, wenn ich ganz besonders mutige Hackerinnen und Hacker finde, dann sagen die, vielleicht machen wir es doch an eine neue Version. Vielleicht überarbeiten wir die Spezifikation einfach mal und gucken, wie weit wir damit kommen. Und eine solche mutige Hackerin ist Louise Pusch, eine feministische Sprachwissenschaftlerin, die gesagt hat, also das ist das System, wie es existiert, mit dem generischen Maskulinum, mit dem sogenannten und diesen auf Männer und Frauen spezifizierten Formen. Stellen wir uns doch mal vor, das Wort Hacker wäre wirklich geschlechtsneutral, so wie das Wort Mensch oder das Wort Gast oder das Wort Person, also wäre in seiner Referenz geschlechtsneutral. Dann könnte ich ja sagen, ich zeige nur durch den Artikel an, ob ich über einen Mann oder eine Frau rede. Und wenn ich das tue, dann eröffnet mir die deutsche Sprache plötzlich die Möglichkeit, das gar nicht mehr zu spezifizieren. Ich kann ja dann das Neutrum benutzen und sagen, wenn ich generische Kontexte habe oder wenn ich gar nicht sagen will, ob das ein Mann oder eine Frau ist, dann sage ich einfach das Hacker. Ja, so wie ich auch sage, das Wesen oder das Kind. Und sie schlägt dann vor, den Plural grundsätzlich durch das S anzuzeigen, weil der natürlich dann sehr häufig sonst identisch wäre, und zu sagen, dann, das heißt dann das Hacker. Wenn ich über Männer und Frauen reden will, kann ich sagen der Hacker und die Hacker. Und wenn ich über mehrere Hacker rede, dann sage ich die Hackers. Also zum Beispiel ein Satz aus der Hackerethik des CCC, der könnte 2022 dann so lauten, wenn wir uns alle Mühe geben: Beurteile einen Hacker nach dem, was es tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Eigentlich ist dieser Satz ja zwingend, denn da steht da drin, dass man die nicht nach Geschlecht beurteilen soll. Also darf ich auch keine geschlechtliche Form verwenden. Oder hier einfach noch ein paar andere Sätze, die ich von der CCC-Webseite habe. Das Museum für Rechnen 1.0 in Bonn sollte jedes Hacker mal besucht haben. Gleichzeitig fordern wir alle Hackers und Technikinteressiertes auf, sich an die weitere Analyse der Binaries zu machen. Und das Buch von Christian Zimmermann, Der Hacker, das kennen vielleicht einige, da werden Hacker ziemlich böse niedergemacht. Das könnte dann in der nächsten Auflage Das Hacker heißen. Ich komme zur Zusammenfassung. Die deutsche Sprache, wie ich eben schon gesagt habe, ist kaputt. Sie zwingt uns, ständig über das Geschlecht von Menschen zu reden. Sie versteckt Frauen. Sie behindert Kommunikation und vielleicht sogar Bemühungen um Gleichberechtigung. Es gibt eine Studie, die gerade erschienen ist vor einiger Zeit, die darauf hindeutet, dass Sprachen, die das Geschlecht grammatisch spezifizieren, dass die Gesellschaften, die diese Sprachen sprechen, in den internationalen Maßzahlen für Gleichberechtigung hinter den Sprachen hinterherhinken, die das nicht haben. Die deutsche Sprache muss also repariert werden.
Durch Sprachhacks, die die Probleme umgehen, oder durch eine Version 2.0, die die Probleme behebt. Und egal für welche dieser beiden Möglichkeiten man sich entscheidet, man braucht dann zusätzlich Gesellschaftshacks, mit denen diese Sprachhacks und oder neuen Versionen auch verbreitet werden. Bloß wer soll das machen? Naja, ich würde sagen, Hacker und Hexen haben alle Ressourcen, das zu bewerkstelligen. Das ist eigentlich eine Aufgabe und deshalb wundert mich die Reaktion, die negative Reaktion, die man aus Teilen der Community hört, gegen diese sprachliche Kreativität. Das sollte doch eine Herausforderung sein. Wenn die Hacks schlecht sind, naja, macht bessere. Seit wann sagen Hacker, wenn sie mit einem System konfrontiert sind und jemand spielt damit rum, das darf man aber nicht, das System muss bitte so bleiben, wie es ist. Vielen Dank, Anatol Stefanovic. Es hat von Orga-Seite geheißen, dass der anschließende Talk gecancelt ist. Mir wurde über Twitter mitgeteilt, anschließend sind Lightning Talks, also es ist ein bisschen unklar. Wir schauen einfach mal. Wie am Anfang angekündigt, ihr könnt Fragen stellen, auch online können die Leute Fragen stellen. Bitte stellt euch an die Mikrofone. Ich mache dann die Einteilung. Oh, da kommen schon einige Leute, super. Wir fangen mal gleich mit IRC an. Moment. Hi. Also, die erste Frage ist, welche gesellschaftlichen Gruppen sind hauptverantwortlich für Veränderungen von Wörtern und Bedeutungen? Im normalen Sprachwandel, nehme ich an, soll das heißen. Also im Normalfall verändert sich Sprache durch so dritte Handprozesse, also nicht durch bewusstes Eingreifen, sondern dadurch, dass ganz viele Individuen versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dabei gibt es dann emergent sozusagen Sprachwandel, der vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Da ist es sicher so, dass jedes Mitglied der Sprachgemeinschaft potenziell an diesen Wandelprozessen mitarbeitet, aber es ist auch klar, das sieht man zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie Lehnwörter in die Sprache kommen, dass Leute, die an herausgehobenen Stellen sitzen, zum Beispiel Zugang zu Massenmedien haben, als der Buchdruck anfing, hat man das gesehen, dass die natürlich durch ihren Sprachgebrauch die Möglichkeit haben, stärker Vorbild zu sein als jemand, der immer nur im Bekanntenkreis sozusagen die Sprache verwendet. Also wer kommunikative Machtpositionen hat, in dem Sinne, dass sozusagen alles, was ich sage, von vielen Leuten wahrgenommen wird, hat natürlich einen etwas stärkeren Einfluss auf diese Sprachwandelprozesse. Dann die Hackerin oder Hexe in Blau. Mhm. Hallo, danke für den supergeilen Vortrag, hat mir echt gut gefallen. Hast du einen Vorschlag, wie man umgehen kann mit dem Text, wo er und sie die ganze Zeit benannt wurden? Weil mir ist da jetzt irgendwie keine Lösung eingefallen, wie man so einen Text so schreiben könnte, dass man da nicht irgendwie spezifiziert. Ja, die Hacks, über die ich hier gesprochen habe, am Schluss, die haben sich hauptsächlich auf das Problem konzentriert, diese generischen Zusammenhänge irgendwie in den Griff zu kriegen, also da, wo ich über gemischte Gruppen rede oder über abstrakte Kategorien. Wenn ich über Einzelpersonen rede, da sind diese Sprachhacks sozusagen, gehen noch davon aus, dass ich dann das Geschlecht eben spezifiziere. Wenn ich das nicht möchte, muss ich, glaube ich, mich an diese radikaleren sprachreformerischen Ideen machen, wie Luise Pusch das zum Beispiel mit diesem generischen Neutrum, wie sie das nennt, vorgeschlagen hat. Dementsprechend könnte ich natürlich auch dasselbe im Pronominalsystem machen und könnte die vorhandenen, es gibt ja ein neutrales Pronomen im Deutschen, es, das könnte ich natürlich durchgängig benutzen oder ich könnte mir auch neue Pronomen ausdenken, das haben auch immer wieder feministische Sprachkritikerinnen gemacht. Also überlegt, könnte ich mir hier einfach ein ganz neues Pronomen einführen, das mir dann zusätzlich zu den anderen vorhandenen Pronomen ermöglicht, die geschlechtliche Spezifikation wegzulassen, wenn ich das möchte. Da sind ziemlich massive gesellschaftliche Hacks nötig, um sowas durchzusetzen. Aber ich glaube, das ist möglich. Einmal der Hacker an dem Mikrofon, das näher zu mir ist. Keine Frage, aber drei kurze Kommentare. Ich komme aus Norwegen und da ist die Byte-Nennung, also Hacker und Hackerinnen, Studenten und Studentinnen, sehr, sehr weit verbreitet, mindestens im akademischen Bereich. Also so weit, dass das
völlig natürlich ist, dazu sagen, während im Deutschen ja da gerne noch drüber gemosert wird. Also dieser Hack ist möglich, ja, das auch außerhalb der Hacker-Community zu verbreiten. Ja. Damit im Zusammenhang steht vielleicht, dass im Norwegischen diese ganze Geschlechtsspezifikation von Substantiven, ich habe jetzt nicht Sprache studiert, also Entschuldigung, wenn ich die falschen Begriffe verwende. Nein, das ist richtig. Dass die für männlich und weiblich langsam verschwindet. Genau. Was ich auch sehr interessant finde. Und als dritten Hack, einen weiteren Hack könnte ich vielleicht vorschlagen. In meinem Weblog ist es so, wenn ich zu irgendeiner Tatsache eine Geschichte entwickle, zum Beispiel jetzt, was ich geschrieben über Alternativen zu Google, dass ich alles, was eigentlich sächlich ist, mit männlichen und das aber eine negative Bedeutung haben soll in meinem Beitrag, dann mit männlichen Begriffen benahmen sie, beispielsweise Onkel Google und dann alles, was positiv konnotiert ist, halt mit einem weiblichen, wie Tante Wikipedia oder so. Mache gerade weil es ist ja immer noch so die Tatsache, dass alles weibliche eine negative Konnotation hat, gerade um dies umzukehren. Ja. Was du halt machen wolltest mit blau, orange, rosa umkehren und so. Ja. Das einfach, um die Leute, genau, diese negative Konnotation des Weiblichen wegzukriegen. Genau, ich würde sagen, solche das sind ja im Prinzip so eine Art Störhacks, die sollen jetzt noch nicht, das ist ja kein Vorschlag, dass das in Zukunft dann die neue deutsche Sprache wird, sondern die Idee ist dabei sozusagen, die gewohnten Denkmuster aufzubrechen. Ich denke, da sind solche Sachen gut und viele andere Dinge, die man sich vorstellen kann. Zu Norwegen will ich noch kurz sagen, in den skandinavischen Sprachen ist das Geschlecht bei Substantiven ja sowieso nicht grammatisch spezifiziert, also am Artikel erkenne ich das nicht, an den Pronomen schon. Wobei es auch im Schwedischen zum Beispiel ganz starke Bemühungen gibt, eben so ein geschlechtsneutrales Pronomen zusätzlich zu erfinden. Und das hat da auch schon relativ gut funktioniert. Das ist auch etwas leichter, weil die Pronomen heißen Han und Hun. Und da sozusagen noch eins zu erfinden, was einfach einen anderen Vokal hat, das stört nicht so an der Stelle. Insofern, das ist auf jeden Fall möglich, solche Sachen. In Frankreich war es auch möglich. Also in Frankreich hat man auch irgendwann angefangen, bei bestimmten Berufsbezeichnungen funktioniert das ganz gut. Zum Beispiel Professeur, was ursprünglich nur Le Professeur war und La wäre dann La Professeuse oder sowas gewesen. Oder irgendwie, ich bin mir nicht sicher, welches Suffix. Dass man einfach angefangen hat zu sagen Le Professeur und La Professeur. Das muss am Anfang auch ungewohnt geklungen haben. Inzwischen ist das völlig normal. Also das geht. Das ist möglich. Das ist nicht so, dass das noch nie versucht worden wäre oder dass es versucht worden wäre und man scheitert daran. Es geht. Es wird nur häufig nicht versucht. Eine Frage aus IRC wieder. Die schließt sich direkt danach an. Wie kommt es, dass andere Sprachen das besser gelöst haben? Was ist da anders? Also wie beispielsweise im Englischen, ist das dann weniger diskriminierend oder blendet es Frauen auch komplett aus, sagt es aber nicht? Nein, also das Englische ist ein gutes Beispiel dafür, wie der natürliche Sprachwandel auch solche Systeme abschaffen kann. Im Englischen ist es im Prinzip so, dass das Artikelsystem, das im Altenglischen dem deutschen Artikelsystem relativ ähnlich war, durch phonologische, also durch lautliche Abschwächung, haben sich die Artikel im Prinzip alle auf dieses eine the reduziert. Also durch diesen Abbau der Lautstruktur, das ist auch was Natürliches im Sprachwandel, sind eben auch die damit bezeichneten Kategorien erstmal zusammengefallen. Das heißt, bei Substantiven habe ich im Englischen keine Unterscheidung mehr zwischen männlichen und weiblichen Formen. Dasselbe ist übrigens auch im Niederdeutschen, im Nominativ zumindest schon passiert. Da sage ich de Fischer und de Fru, de Fischer und sine Fru, aber de Fischer und de Fru, das wird beides mit de bezeichnet. Das ist auch so eine phonologisch reduzierte Form. Also das passiert von alleine, das wird aber noch, also wenn wir darauf warten, müssen wir noch ungefähr 1000 Jahre warten im Deutschen, würde ich sagen. Es scheint so zu sein, dass in diesen Sprachen, die kein grammatisches Geschlecht haben, Geschlechterstereotype Interpretationen weniger stark sind und vor allen Dingen auch anders funktionieren. Aber das würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu erklären. Bitte wieder da hinten eine Frage. Hallo, ja. Mir ist nur aufgefallen bei dem Politessen- und Masseusen-Beispiel, die Worte, und ich glaube, das betrifft mehr Worte mit diesen französischen Änderungen, werden ja großteils durch eine Innenform ersetzt, jetzt genau, schon im Sprachgebrauch, oder? Ja, genau. Ich habe ja vorhin gesagt, die Form mit dem Suffix in, das ist ein produktiver Prozess. So kann ich immer transparent aus einer männlichen Bezeichnung eine weibliche ableiten. Und die Prozesse, die nicht mehr transparent sind, also diese entlehnten Endungen hauptsächlich, bei denen ist sehr stark zu beobachten, dass diese Bedeutungsabwertung sehr viel schneller geht.
Ich glaube, dass es, ich und nicht nur ich, also die sprachwissenschaftliche Erklärung wäre, dass diese transparenten Prozesse dazu führen, dass die beiden Formen Masseur und Masseurin, die bleiben irgendwie miteinander verbunden, weil die nur durch diesen produktiven Prozess voneinander abgeleitet sind. Das heißt, da kann sich die Bedeutung nicht so stark auseinanderentwickeln. Bei Masseur, Masseuse habe ich eben keinen produktiven Prozess mehr, der die beiden Formen miteinander verbindet. Und dadurch ist es da leichter, dass das eine Wort, und das ist dann immer das Wort für die Frauen, dass das sozusagen abrutscht ins Negative. Bleiben wir gleich bei dem Mikrofon. Bitte, du hast eine Frage. Dankeschön auch nochmal für den Vortrag. Ich hätte es begrüßt, wenn Sie Pink und Blau getauscht hätten, aber vielleicht auch ein Stück weit, weil ich ein bisschen mit dem Thema schon vertraut bin. Deswegen auch die Frage, glauben Sie denn, dass der Ansatz von Frau Pusch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, also mit dem verallgemeinerten Es möglich ist, obwohl wir als Menschen uns höher stehender sehen als Dinge, also dass es vielleicht so einen philosophischen Hintergrund hat, der das hindern könnte? Also das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum es auch Gruppen oder Individuen gibt, die versucht haben, lieber ein ganz neues Pronomen zu erfinden, weil die Unterscheidung dann zwischen Dingen und Personen erhalten bleiben würde. Die ist übrigens auch im Norwegischen und im Schwedischen und so erhalten. Also da gibt es zwar bei den Artikeln keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber zwischen belebten und unbelebten Dingen gibt es den. Also das wäre... Ich weiß nicht, was da vielversprechender ist, sozusagen lieber das Pronomen zu nehmen, was es wenigstens schon gibt, und dann das Problem zu haben, dass die Leute sagen, ja, aber ich werde ja hier wie ein Gegenstand bezeichnet, oder ein ganz neues Pronomen einzuführen. Also Luise Pusch selber hat viele interessante Vorschläge entwickelt, hat gerade die Radikaleren nicht mit einem Anspruch entwickelt, die tatsächlich umzusetzen, sondern auch eher, um Leute zum Nachdenken zu bringen. Aber Luise Pusch hatte auch keine Community von Hackern und Hackerinnen, die ihr dabei helfen könnten. Also ich glaube, in dem Augenblick, wo sich das ändern würde, könnte man sich die Sachen nochmal aus so einer Perspektive angucken, die weg von dem Gedankenexperiment hin zu der Idee, dass man das tatsächlich versucht umzusetzen, gehen könnte. Bitte der nächste Hacker, ja. Der Mitte. Kannst du gerade mal ein Beispiel geben von den geschlechtsneutralen, neu erfundenen Pronomen? Also gerade statt er, sie, also was da gibt? Oder ich, was, ob mir fallen jetzt die aus dem Englischen ein. Im Englischen ist ja das, im Englischen haben wir ja eben gesehen, habe ich ja eben schon gesagt, bei den Substantiven gibt es diese Unterscheidung nicht mehr, weil der Artikel eben geschlechtsneutral ist. Bei den Pronomen ist es ja noch so, he und she, das ist ja noch, das unterscheidet ja noch. Und da gibt es zum Beispiel das Pronomen i, dass Leute einfach sagen, naja, wir nehmen was die beiden gemeinsam haben, he und she, das ist dann nur das i. Dann gibt es das Pronomen sher, ja, also Spivak mit und solche a Dinge. Zum Beispiel. Spivak-Pronouns kenne ich mit a, von they, einfach das th weglassen. Genau. Aber im deutschen Beispiel? Ich weiß es gerade nicht, ich könnte es kein konkretes Beispiel nennen, aber ich kann gerne dann, wenn ich die, ich werde die Links und die bibliografischen Hinweise und so nachreichen in dem Sprachlog. Sobald das Video online ist, verlinke ich das dort und bringe dort die Referenzen, da kann ich das dann gerne nachholen. Wieder eine Frage aus dem IRC. Genau. Eine Frage nochmal zur Abwertung. Gibt es außer Euphemismus-Tretmühlen auch Dysphemismus-Tretmühlen, also dass es eine Umkehrung von Begriffen gibt? Also Begriffe können auch aufgewertet werden. Das passiert. Also es passiert im Bedeutungswandel auch manchmal, dass ein Begriff, der ursprünglich schlechter konnotiert ist, eine bessere, eine hochwertigere Konnotation entwickelt. Die Frage bei der Tretmühle wäre ja, ob das mit einer ähnlichen Systematik zu erklären ist. Das würde ich verneinen. Also das Wort Fräulein zum Beispiel, das hieß im Mittelhochdeutschen im Prinzip schon Prostituierte. Das hatte da diese Entwicklung schon durchgemacht, hat diese Bedeutung ja auch behalten, hat aber zusätzlich noch wieder sozusagen eine etwas hochwertigere Bedeutung unverheiratete Frau im Neuhochdeutschen entwickelt. Also vereinzelt, nicht, dass die negative Bedeutung dann wieder verschwunden wäre, aber es passiert manchmal so, dass das an einer Stelle ein Wort aufgewertet wird, hat aber nicht dieselbe Systematik. Und so Umkehrungen, also wo es nicht um Verbesserungen geht, sondern einfach wo ein Begriff komplett eine andere Bedeutung bekommen hat? Also Wörter, Sprachwandel ist ja letztendlich ein kultureller Prozess. Der hat zwar bestimmte Eigenschaften auch von natürlichen Prozessen, weil es eben nicht von Individuen, sondern von Gruppen, also eben so diese dritte Hand Phänomene sind. Deshalb
kann man zwar bestimmte Gesetzmäßigkeiten formulieren und gerade bei den Begriffen für Frauen sind die sehr, sehr absolut zu beobachten. Da passiert das mit fast jedem Wort. Also da sozusagen davon auszugehen, dass das alles einzeln zufällig passiert ist, wäre da eben nicht plausibel. Aber alle anderen Arten von Bedeutungsveränderungen können auch einzeln passieren. Also es gibt Wörter, die ihre Bedeutung umtauschen, die das Gegenteil dann irgendwann heißen von dem, was sie ursprünglich hießen. Es gibt auch Wörter, die einfach eine völlig andere Bedeutung entwickeln, natürlich. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn Wörter in einem bestimmten Kontext verwendet werden, werden häufig Eigenschaften aus diesem Kontext in die Wortbedeutung integriert. Und das kann eben auch manchmal in Einzelfällen dann zu diesen anderen Arten von Bedeutungswandel führen. Ich würde sagen, eine letzte Frage, da Nick Farr schon im Saal ist, das heißt die Lightning Talks doch hier stattfinden. Bitte. Ich habe noch zwei Anmerkungen. Also erstmal als Antwort zur ersten Anmerkung. Wenn man über zwei Männer spricht, dann muss man ja auch irgendwie gucken, dass man das so verpackt, dass man nicht immer er und er schreibt, sondern dass man dann, also nur als Möglichkeit, wie das ja schon gelöst ist, das Problem. Und die zweite Anmerkung, also wie du ja gesagt hast, der Begriff, also dass die weiblichen Begriffe immer eine Abwertung erfahren und dass die Tendenz bei Hexen ja schon anfängt. Wäre vielleicht mein Vorschlag, wenn wir gar nicht Hacker und Hexen sagen, sondern auch nicht das Hacker sagen, sondern vielleicht uns ein neues Wort ausdenken, Hackus oder Hack, das Hack und uns dann vielleicht auf einen ganz neuen Begriff einigen. Ja, also ganz neue Wörter zu erfinden, das ist ja so ähnlich wie bei den Pronomen. Das hat den Vorteil, dass man die Bedeutungsassoziationen, die alten Wörter dann haben, gleich los ist. Aber natürlich sind neue Wörter noch ungewohnter und noch fremder und das wird dann dementsprechend mehr Aufwand erforderlich sein, um das durchzusetzen. Ja. So, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt, die Leute strömen schon in den Saal. Großer Applaus für Anatol Stefanovic.